Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Im letzten Part habe ich euch die Grundlagen des Spiels gezeigt, wie man einen kleinen Level baut anhand des Tutorial-Levels und die erste 10 Mario-Herausforderungen gemeistert. Heute kommt Runde 2. Legen wir mal los. Die Story ist wieder dieselbe. Peach wurde von Bowser entführt. Ja, sieht man, wie die Goombas sie jetzt auch wieder entführen. Und Mario muss sie wieder retten. Mal sehen, ob sie diesmal im Schloss ist. Sprießende Goombas ist der erste Level. Ja, da zeigt man nochmal, welche Möglichkeiten das Spiel hat. Zum Beispiel, dass die Piranha-Pflanzen auf den Goombas sitzen können. Oh! Nur mit einem Spin-Jump hier in Mario Maker mit New Super Mario Bros. U kann man halt das machen. Mario World hat das komischerweise nicht mehr. Weiß der Geier, warum Nintendo das da rausgenommen hat. Aber anders lassen sich nicht besiegen. Naja, war auch ein recht kurzer Level für eine 10 Mario Herausforderung. Ja, und gleich 3 Leben. Gut, das Level wird dem Speicherbot hinzugefügt und wir machen gleich weiter. Level 2. Die gefährliche Bodenstange. Okay. Wenn ich nicht aufpassen, kann es sein, dass ich hier schon fehle. Hier ist gutes Geschick gefragt in dem Level. Um nicht von den Stacheln getroffen zu werden. Wow, 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 wow. Ah, das war einfach. Aber auch ein kleiner Level kann schon eine große Challenge sein. Gut, dann geht's weiter. Level 3. 1-2 Remix Unterwelt. Cool. Ab in den Untergrund. Oh, ein Kostüm, Amiibo-Pilz. Oh, jetzt bin ich ein Goomba, cool. Drücke ich Steuerkreuz nach oben, also einfach nach oben oder mit dem Control-Stick, also Joystick, dann macht er hier auch das Geräusch, wenn er platt getreten wird. Geilo. Okay. Hier weiß ich auf jeden Fall, dass da noch ein Stern ist. Ja. Ein unbesiegbarer Goomba. Lol. Okay. Neuer Amiibo. Cool. Jetzt bin ich hier in einem Fragezeichenblock. Extra Leben, ja, ich habe das alte Super Mario Bros. Noch voll im Kopf. Gut, Bonus. Da frage ich mich nur, warum man hier Oberwelt genommen hat. Naja. Was frage ich auch so blöd? Gut, hier müsste jetzt auch eine Piranha-Pflanze normalerweise rauskommen, aber doch, kam jetzt. Nein! Cool, jetzt mit dem Trampolin. Warp-Zone kann ich ja zeigen. Mal sehen. Die Nummer 4 hatten wir schon bei Domtenno gesehen. Ich nehme mal die 3. Oh. Oh, hat gerade etwas geleckt, glaube ich, auf meinem Gamepad. Gut. Ja. Nummer 4 enthielt die Peach Amiibo. Was in Nummer 2 ist, das weiß ich nicht. Das muss ich dann mal nachsehen. Gut. Als Trampolin ein Ziel. Das ist auch mal nice. Damit ist das Level auch geschafft. Weiter geht's.
Kapitän Maxi-Knochen trocken. Oh, cool, das erste Mario World Luftschiff-Level. Und dann noch fieses Lachen. Ja, das hat Nintendo jetzt extra hier für Mario World gemacht, weil das ursprünglich nur hier dieses Sunken Ghost Schiff gab. Okay, falsch. Da habe ich gleich die richtige gefunden. Lol. Lol. den Riesenknochentrocken kann man also nur mit einem Wirbelsprung kaputt machen. Und dann noch extra Leben, wow. Ich glaube, das hat noch keiner geschafft. Weil sonst kriegt man in Mario World, wenn man die 50 erreicht, gleich 3 Leben. Und das kommt auch irgendwann noch als Let's Play Super Mario World in der SNES-Fassung. Ah, Mario. Cool, ein Unterwasser-Level. Netter Pixel-Mario. Oh, geil mit den Geräuschen, wie man die Goombas hier quälen kann. Oh, ein Pilz. Aber dass da ein Stern war, ey, das war lol. Und dass, wenn die Goombas mich sehen, hier gleich hier auf Angriffskurs gehen. Okay, jetzt, wo ich klein bin, darf ich nicht so unvorsichtig werden. Sonst habe ich gleich den ersten Fail hier. Feuerblumen. Ich bin hier durch, das ist sicher wahr. Jetzt geschickt durchschwimmen. 3 Leben ergattert, geilo. Geschafft und weiter geht's. Level 6. Ein Traum. Cool, Bonus-Level. Ja, sowas kann man auch basteln. Und dann noch hier mit den Kugelwindkanonen. Geile Idee. Ich glaube, der ist nur hier um Leben zu. Aber kann man auch machen hier für die 100 Mario-Herausforderung. Ja. Noch ein weiterer Pilz und die roten Kugel wie die Kanonen, die können auch zielsuchende Kugel wie die normalerweise haben. Aber ich glaube, die sind dann mit Items dann fürs Weitschießen zuständig. Auch eine nette Idee. Big N. Gut. Und Lakitos, die mich noch mit Geld bewerfen, das ist mal was. Für jeden Lakito einen Cent verdienen, ich bin jetzt schon ein reicher Mann. Ich scherze. So, da ist das Ziel, einfach hier raufspringen. So, damit ist der Level auch geschafft. Kleiner Bonus für zwischendurch, ganz nett. Level 7. Eins, drei Remix. Oh, ich bin jetzt Luigi. Dank dem Amiibo-Pilz. Und jetzt kann ich euch... Ich glaube, dieser Level zeigt hier auch nochmal viele verschiedene Verwandlungen durch die Amiibos. Cool, jetzt bin ich Yoshi. Cool, die Geräusche aus Yoshi's Island, wenn Yoshi zum Beispiel ein Ei hier legt. Und ist das? Oh, jetzt... Oh, ich bin Toad. Ja, die Amiibo müsste ich mir auch mal holen. Ich habe ja von meinen eigenen Amiibos bis jetzt nur Captain Falcon und Rosalina. Meine Brüder jeweils Mega Man und auch Pikachu. Die habe ich hier auch schon eingescannt, um ein Level zu machen. Und die zu beschicken. Okay. Oh, Super Mario Bros. 2.
Coole Sache. Vor allem, wenn man dann mit einer bestimmten Amiibo das Ziel beendet, endet man beispielsweise mit Pikachu den Level. Dann kommt nur das normale Siegesfanfare. Oh, Feuerfest. Scheiße. Wenn ich Pech habe, sterbe ich jetzt. Ah, wurde mit dem Pilz nochmal gerettet. Ja, aber mit den Lakitus kann man auch richtig viel Mist bauen. So, Bowser, du bist Geschichte. Und die Musik gegen der Kampf gegen Bowser, das war der Hammerbruder Battle aus Super Mario Bros. 3. Gut, damit ist diese Mario-Herausforderung abgeschlossen. Okay. Ja, wieder derselbe Schmarrn. Fortsetzung folgt. Und das im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und über Daumen hoch würde ich mich freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder von Super Mario Maker. Bis dann!